alles, was nicht Schule ist, ist bei mir Film. Ich gucke Filme, ich mache Filme, ich schneide Filme, ich fahre zu Filmfestivals sehr gern und sehr viel. Mit der Filmerei, das war an sich ein ziemlich wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich habe mich damals, das war 1976, scheiden lassen. Mein Kind war damals 5 Jahre alt und dadurch war irgendwie die eine Hälfte meines Lebens weggebrochen und die wollte ich wieder ausfüllen. Dann aber 1976 bekam ich dann so den Hinweis, da gibt es auch Amateurfilmstudios und da könnte ich doch hingehen und vielleicht mein Wissen, weil ich ja mal Zeichenlehrer war, dort anwenden und dieses Hobby betreiben. Ich bin damals über ein Schulprojekt zum Filmemachen gekommen. Das war für den Europawettbewerb. Da hatten wir die Wahl, ein Plakat zu machen oder einen Film zu drehen. Und Film ist natürlich ein bisschen cooler. Und bei der Filmgruppe New Exit bin ich seit 2013, halt seit diesem Schulprojekt für den Europawettbewerb. Der musste nämlich geschnitten werden, der Film, und das konnte ich ja leider nicht. Und ich hatte auch keine Schnitttechnik zu Hause. Und dann bin ich gleich da geblieben. Die Ziele, die ich mir fürs Filmemachen setze, sind weniger technisch. Also ich finde, dass man auch mit geringer Qualität, mit einer schlechten Handykamera einen geilen Film hinkriegen kann, wenn die Handlung stimmt, wenn da Herzblut drin ist und wenn man sich Gedanken drüber macht. Also wenn du ein gezielt gesetztes Bild hast, ist es egal, ob es kriselt oder nicht. Es wird rüberkommen, was du sagen willst. Das ist also eine Super-8-Kamera. Allerdings ohne Tonaufnahme. Das war das Problem. Aber das haben wir eigentlich bis zum Ende der DDR nicht hingekriegt, dass die Super 8 Kameras einen Ton mit aufnehmen konnten. Ja, aber meine, schlecht ist es nicht. Man muss hier die Kamera aufziehen. Also hier ist keine Batterie drin, ne? Man zieht es so auf. Und dann hört man dieses wunderbare Kamerageräusch, wenn man dann aufnimmt. Ist natürlich klar, dass man da gar keinen Ton dazu machen kann, ja, weil das viel zu laut wäre. Also bei Super 8, da hat man einfach ein Tonband nebenbei laufen lassen. Also, und dann könnte man auch im Grunde genommen keinen sprechenden Menschen zeigen, weil man das einfach nicht hingekriegt hat. Aber anders war es eben mit der 16mm Technik. Und dazu brauchte man einen größeren Schneidetisch. Bestand aus 4 Tellern. Hier 2 und da 2. Auf dem einen Teller war der Film und auf dem anderen Teller der Ton. Und dann musste man eben, ich meine, das Schneiden des Filmes war ja auch ganz anders. Man hat ja wirklich mit der Schere geschnitten, die einzelnen Szenen auseinander, hat sie dann an so einen Galgen gehängt. Da hingen dann sämtliche Szenen fein säuberlich und dann hat man die Szenen wieder, wie man sie dann haben wollte, runtergeholt, hat sie mit der Klebepresse zusammengeklebt und dann eben wieder auf diesen Teller. Und wenn man das dann fertig hatte, dann erst konnte man den Ton machen. Ich habe mit der Filmerei ja schon 1976 angefangen, einfach weil ich neben meinem Beruf noch ein Hobby haben wollte, was mich einigermaßen ausfüllt. Naja, und inzwischen füllt es mich total aus. Besonders jetzt, wo ich nicht mehr arbeite, ist das natürlich etwas Tolles, weil ich eben nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen muss, den ganzen Tag aus, sondern ich kann mich noch einbringen. Wir drehen an einigen Tagen, so wie heute zum Beispiel, und wenn ich dann nicht am Drehen bin, dann bin ich eben am Schneiden, weil ich alles alleine mache. Ne? Ich schneide, ich mache den Text und hin und wieder natürlich auch noch ein bisschen Musik. Und damit habe ich ordentlich zu tun. Ich hoffe, dass ich, wenn ich Rentnerin bin, immer noch genauso lebensfroh und neugierig durch die Welt gehe wie jetzt. Und das heißt auch, dass ich immer noch so viele Eindrücke aufnehmen werde. Und wenn ich die immer noch verarbeiten muss und möchte, werde ich wahrscheinlich auch immer noch Filme machen. Also ich würde alle Genres gerne mal ausprobieren, aber ich mag sehr gern Dinge, die von der konventionellen Erzählweise irgendwie abweichen, sei das aufgrund von nicht chronologischer Reihenfolge der Handlung oder die Bilder sind ein bisschen abgespaceder. Fiktionale Sachen mache ich
Eigentlich nicht. Also Spielfilme bis jetzt noch nie. Möchte ich zwar ganz gerne, aber habe ich noch nicht so das Richtige gefunden. Ich mache einmal Dokumentationen über die Menschen in meinem Umfeld. Das macht mir großen Spaß, weil ich, ja, ich liebe die Menschen und ihre Geschichten. Und das möchte ich gerne erzählen. Ich war noch nie in Finnland. Ich wusste nur, dass es dort viele Seen gibt, wenig bevölkert ist und dass der Tango eine gewisse Rolle spielt. Wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man natürlich auch verreisen. Und diese Eindrücke sind ohne zu filmen einfach schnell weg. Das ist dann wie also verloren, aber da komme ich dann eben immer in diesen Widerspruch. Manches Mal denke ich mir, nee, du nimmst keine Kamera mit, weil das viel zu anstrengend ist, weil ich nur herumgucke, welches Motiv ist gut, was könnte ich machen. Und derjenige, der mich begleitet, wenn er nicht selber auch noch filmt, der möchte am liebsten ausrasten, weil er dauernd warten muss. Aber habe ich keine Kamera mit, dann sehe ich wieder so viele Motive und dann ärgere ich mich. Ja. Ich selber habe zwar kein Smartphone, ich ziehe lieber mit der Kamera herum, aber ich meine, das ist schon nicht schlecht, wenn ich so eins hätte. Und vielleicht schaffe ich mir auch mal eins an. Man kann also die Situation, die vorher nicht bekannt ist, ja, wenn da irgendwas Tolles passiert, dann kann ich das Smartphone aus der Tasche holen und kann es eben filmen. Und das finde ich prima. Und was dann natürlich anschließend daraus gemacht wird, ist die zweite Frage. Ich finde es an sich mega geil, dass jeder die Möglichkeit hat, Film zu machen, weil es nicht mehr, es ist kein Privileg mehr. Also es ist schon ein Privileg, weil man die Freiheit hat, alles zu machen, was man will. Und das kann man natürlich auf die eine oder andere Weise nutzen. Und ich finde es genial, dass jeder es machen kann. Technik ist nicht das Wichtigste, Hauptsache die Geschichte stimmt.